herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma H&R Spezialfedern. Wir befinden uns heute am Hockenheimring im Rahmen der ADAC des Race Weekends, der STT, nennt sich Spezial Tourenwagen Trophy. Wir haben zwei Teams am Start, einmal Jürgen Alzen Motorsport und sein Bruder Uwe Alzen Motorsport. Beide müssten den meisten bekannt sein. Jürgen ist mit seinem Ford GT40 heute angetreten und Uwe mit dem Audi R8 GT3 Evo. Und ja, wir werden euch ein bisschen was zeigen heute. Wir werden mit den Fahrern sprechen, wir werden euch was aus der Boxengasse zeigen, die Autos zeigen und natürlich schöne Aufnahmen von der Strecke. Also in diesem Sinne, viel Spaß. In der Box von Uwe Alzen. Ihr kennt ihn alle, absolute Nordschleifenlegende, unser, ich sag mal, H&R-Maskottchen, unser Mann. Und er ist hier heute mit dem R8 unterwegs. Wir werden ihn heute ein bisschen begleiten. Jetzt gucken wir mal, ob er mal 2 Minuten Zeit für uns hat. Hast du eine Sekunde für uns? Ja, klar. Hi, wie geht's? Ja, alles gut. Ich habe gerade schon ein bisschen was erzählt, dass wir dich heute ein bisschen begleiten werden mit der Kamera. Also wenn du dich gestört fühlst, sag Bescheid. Alles gut. Aber ich glaube, es ist ein bisschen laut. Sollen wir am besten mal eben kurz vor die Tür gehen? Ja, ich denke, es ist besser. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Ruhe. Jetzt ihre Autos warm laufen fürs Qualifying, damit die Motoren und das Getriebe und alles Temperatur hat. Ja. Deswegen hast du natürlich eine hohe Lautstärke. Mit 5, 6 Autos im Moment in der Box, hier ist richtig was los. Ja. Am ADAC Race Weekend. Und ja, wir haben jetzt noch ein paar Minuten, dann geht es ins Qualifying. Da wird der Startplatz bestimmt. Und jetzt schauen wir einfach mal. Ich hoffe, dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben, dass heute passt. Aber die große Kunst ist, hier eine freie Runde zu bekommen. Wir haben ja verschiedene Fahrzeugklassen in einem Rennen. Ja, wie bei der VLN so ähnlich, ne? Ganz genau, sprich auch im Qualifying. Und da gibt es natürlich auch langsamere Fahrzeuge. Da brauchst du ein bisschen Glück, um eine freie Runde zu bekommen. Wenn ich jetzt hier Einzelzeit fahren hätte, hätte ich keine Bedenken, kriege ich hin. Paul, kannst du uns ein bisschen was zum Auto erzählen? Was ist das denn genau für ein R8 jetzt? Das ist ein R8 GT3 Evo. Okay. Ein originales Auto, was man bei Audi kaufen kann. Ja. Hat in der offenen Version, was wir jetzt fahren, ca. 580 PS. Ja. Wiegt 1250 Kilo. Ist ein mega Auto, wunderschön zu fahren, hat eine tolle Optik, V10 Motor. I'm a star right, get a bark right, I induce pain, I am Luke Kane, makes a Bruce Wayne, I'm a dark knight, what you stargaze, got a hard bite, I'm a dog with a leash, better talk right. Man, I do this, not a new kid, been a student, you're a doofus, on a real, if you clueless, when I shoot shit, style too crisp, and I let it all hang out like a new. Also wir fahren Heckantrieb mit 310, 710 auf der Hinterachse von der Reifendimension, das ist die maximale Breite, was wir haben dürfen. Das Auto beschleunigt irgendwo 2,5 von 0 auf 100, wenn die Räder ein bisschen warm sind. Hier haben wir einen Topspeed vor der Parabolica. Ich schätze mal so 272, sowas, wenn es gut läuft. Ja, und dann bremst du wirklich runter, erste Gang bis auf 60 km/h. Ach, voll. Hardcore enorme für die Gegenkräfte, ne? Ja. Auch und für die Bremsen, fürs Material. Ja. Und wenn du dann hier mal eine halbe Stunde oder Stunde unterwegs bist, dann ist schon anstrengend. Wie findest du die Strecke im Vergleich ja zur Nordschleife oder zu anderen Strecken? Also wie kann man in Hockenheim an sich beschreiben? Ist es eine Strecke, die sehr stressig ist oder? Also zur Nordschleife ist sie langweilig. Zur Nürburgring Grand Prix Strecke geht es schon wieder. Ja. Ist eine schöne Strecke. Okay. Ist nicht so mega anspruchsvoll, ist nicht mein Favorit. Ich fahre lieber auf den Nürburgring Grand Prix Strecke. Die ganzen italienischen Strecken sind schön. Aber die Strecke ist gut zum Fahren, ist für alle gleich. Ist gut geteert mit den Curbs und so weiter, stellt es keine Probleme dar. Track Limits teilweise Ende, Start und Ziel. Dann kannst du ein bisschen weiter außen fahren, ist aber nicht erlaubt. Also musst du schon alles im Rahmen halten. Jede Rennstrecke ist anspruchsvoll, wenn du die letzte 15. so. Ja, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Wir werden dich heute begleiten. Wie gesagt, wenn du dich gestört fühlst, sag gerne Bescheid. Wir gucken mal, dass wir so ein bisschen im Hintergrund bleiben. Und ja, in diesem Sinne wirklich viel Erfolg. Wir sprechen uns nach dem Qualifying nochmal. So machen wir es. Also, bis später. Viel Spaß. Wir haben jetzt gerade mal eine Minute Zeit und gucken uns das Auto mal ein bisschen im Detail an. Er hat ja von einem sehr niedrigen Gewicht gesprochen und wenn man die Tür aufmacht, dann weiß man auch gleich warum.
Vollkarbon. Also hier ist wirklich schon beim Auf- und Zumachen, das ist wie als wenn man ein Blatt Papier irgendwie in der Hand hätte. Die gesamte Karosse, hier, komplettes Kohlefaserchassis. Ja, also mehr Rennsport geht halt in dem Fall nicht. Wenn man sich mal das Lenkrad und mal die gesamte Ausstattung innen anguckt, also hat im Endeffekt nichts mehr mit einem komfortablen R8 zu tun. Ist halt ein GT3-Auto. Aber wenn man sowas sieht, man hat einfach Lust da einzusteigen und eine Runde zu fahren. Ja, ja. Schau mal hier. Unsere hochfesten Rennfedern in dem Fall. Die fahren an der Vorderachse 235 Newton Rate bei einer 135er Länge ungespannt. Das Ganze ist ein 51er System. Also wir kennen das alle von den Straßengewindefahrwerken. Da steht immer, je nachdem wer von euch so ein Fahrwerk hat, steht immer in der Mitte diese 60. Das ist ein 60er System. Das heißt, der ist der Innendurchmesser. In dem Fall ist es 51 für diesen schlanken Renndämpfer. Und das Auto ist quasi mit unseren Komponenten ausgestattet. Ich bin mal echt gespannt, was das hier abliefern wird, ob das Setup passt. Aber Uwe sagte ja schon, er wäre sehr zufrieden und würde hier, wenn die Strecke frei ist, auch wirklich sehr, sehr schnell unterwegs sein. Ich bin mal gespannt, sieht auf jeden Fall sehr imposant aus. Jetzt gehen wir mal beim Jürgen in die Boxengasse rein. Der Ford GT40, meiner Meinung nach, eines der Autos, was am meisten auffällt. Weil, wann sieht man mal einen GT40 und dann auch noch als GT3-Auto? I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message, homie, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. Hier im Endeffekt ganz anderes Konzept. GT40, V8 V-Turbo, man kann es so ein bisschen erahnen. Also wir haben 8-Zylinder V-Motor mit einer zweifachen Turboaufladung, riesen Lader drauf. Auto sieht aus wie eine Wucht, ein GT40 sowieso schon ein Traumauto und dann auch noch in dem Setup als GT, Wahnsinn. Jetzt ist quasi die Ruhe vor dem Sturm. Die Fahrer sitzen alle in ihren Fahrzeugen. Die Motoren und Getriebe sind soweit schon auf Betriebstemperatur. Jetzt warten gerade alle darauf, dass es endlich losgeht und wollen natürlich hier gewinnen. Da haben wir den Jürgen dabei. Hallo Jürgen. Hallo. Danke, dass wir dich heute hier ein bisschen begleiten dürfen. Ja, gerne. Aufgeregt? Es hat sich jetzt alles ein bisschen gesetzt. Das Training ist zu Ende und ja, denkt man schon wieder ans Rennen. Aber die Aufregung, die man ganz kurz vor dem Rennen hat, die ist jetzt mal weg. Auto funktioniert? Das Auto war gestern schon super. Ja. Wir hatten ein paar Kleinigkeiten, die wir noch verbessern konnten, wo wir eigentlich schon lange dran gedoktert haben. Dann haben die Jungs alles hinbekommen. Das ist wirklich Kleinigkeiten. Und heute haben sie auf den Punkt hingebracht. Auto fährt noch mal eine Nummer besser als gestern. Aber trotzdem fehlt mir eine Sekunde. Ich bin gestern mit gebrauchten Reifen genauso schnell gewesen wie heute mit neuen. Also irgendwo habe ich da einen Bock gebaut. Und wahrscheinlich überall so ein kleines bisschen. Und dann läppert sich das zusammen. Und guckst du, fehlt eine Sekunde und somit auch nur auf P3. Das ist ein bisschen ernüchternd. Aber das Rennen ist 30 Minuten lang. Also von daher sehe ich da jetzt nicht schwarz, aber ich habe mich schon mehr. Das Rennen startet ja um kurz vor 5, ne? Ja. 16.50 Uhr meine ich, ne? Müsste es sein. Genau. Also ich kann dir eins sagen, wenn du hier über Startziel angeschossen kommst,
Das Auto ist so flach, man sieht dich erst gar nicht. Und dann schießt du an einem vorbei. Und dann bist du vorbei, fährst in die Rechtskurve rein, dann knallt das hinten von den Ladern raus. Also da denkst du wirklich, da feuert gerade einer ein Gewehr ab. Das ist unglaublich. Das Auto musst du mal während der Fahrt sehen. Martin sagte, du fährst etwas über 700 PS. Ja, das ist richtig. Das ist schon eine Ansage. Ne? Ja. Ich meine, gut, der Motor, der könnte wahrscheinlich, wenn du wolltest, mehr. Aber ihr seid ja hier wahrscheinlich reglementbedingt irgendwo mit der Leistung gedrosselt, gehe ich von aus. Kannst du da ein bisschen mehr zu erzählen? Also vom Reglement sind wir sehr offen, da können wir schon einiges machen. Wir haben vielleicht nicht die Wahnsinns-Spitzenleistung, aber wir haben einen super Drehmoment. Ja. Und wenn ich wüsste, dass ein Turbo wäre, der fährt wie ein Saugmotor, also das Auto fährt Bombe, der Motor geht gut. Und wie du schon sagst, das ist etwas über 700 und ja. Ja, wir werden auf jeden Fall euch heute ein bisschen begleiten, werden mal ein bisschen in eine Box kommen, mal ein bisschen was zeigen, das Auto mal vorstellen, weil das Auto ist wirklich eine absolute Schönheit. Also da kann man nichts anderes sagen, hier stehen wirklich super schöne R8 und Lambos und alles, aber der GT, boah, Kunstwerk. Ja, danke dir. Ich meine, das Auto ist, finde ich ja selbst, ein Bombenauto. Braucht aber ein paar Stunden Arbeit mehr. Das ist ja kein Auto, wo 1000 Stück von gebaut worden sind. Und ist auch vielleicht nicht so ganz betriebssicher, wie das vielleicht ein R8 ist. Ja. Von dem wirklich 1000 Stück gebaut worden sind und sich die ganzen Abteilungen damit auseinandersetzen, um da, merke ich, die kleinsten Fehlerchen auszumerzen. Bei uns ist jedes Rennen ein kleines bisschen Entwicklung. Wir merzen die kleinen Fehlerchen aus. Und Learning by doing. Ja. Ich sag vielen Dank. Wir wünschen dir viel, viel Erfolg. Und dann sage ich bis gleich. Ja, bis nachher. In diesem Sinne. Ja. So, ihr Lieben. Uwe hat das Qualifying mit Bravo bestanden. Ist mit einer 1,37,9 auf die Pole gefahren. Das Rennen geht jetzt gleich los. Wir haben gleich noch mal 2 Minuten Zeit, an der Strecke mit ihm zu sprechen, wenn er im Auto sitzt. Und ihr kriegt auf jeden Fall super Bilder von der Strecke, von den Autos, wie die hier vorbeischießen. Und die Klangkulisse ist echt ein Erlebnis. Ihr müsst das mal live selber erleben. Also, bis gleich. So, wir haben jetzt 2 Minuten Zeit und können den Rennfahrer noch mal interviewen. Uwe, wie geht's dir? Ja, alles gut. Ja, aber es steigt mittlerweile die Nervosität ein bisschen, aber das ist ja, glaube ich, alles im grünen Bereich und auch gesund. Ich glaube, ein bisschen gesunde Nervosität gehört auch dazu, damit du aufmerksam bleibst, oder? Ja, auf jeden Fall. Der Start wird natürlich hier sehr, sehr brisant. Das Auto hinter mir hat deutlich mehr Leistung, über 250 PS mehr und er ist natürlich unglaublich stark auf dem Graben. Und der wird mich wahrscheinlich überholen. Ich werde mich hinter ihm einreihen müssen, weil ich keine andere Wahl habe. Und dann schauen wir einfach mal, wie der Rennverlauf geht. Vielleicht kann ich mich auch direkt wieder durchsetzen. Muss man schauen. Aber das ist immer eine heikle Sache, die erste Runde. Ja. Wir werden es auf jeden Fall gespannt verfolgen. Wir drücken dir wirklich alle Daumen, die wir haben. Viel Erfolg, mein Lieber. Danke, danke. Du rockst da schon. Ja, und bleib weiter. Schöner gewesen. Ich würde abgebrochen mit roter Flagge. Wir haben das schon mal gehabt. Wir sind heute in Assen.
Da haben wir auch nur ein halbes Rennen fahren können. Ist halt schade. Ja. Ich wäre halt gerne zu Ende gefahren. Aber im Endeffekt hast du gewonnen. Ja, klar. Wir haben jetzt gewonnen. Wir haben einen riesen Vorsprung. Und an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Sehr geile Leistung. Wir haben es verfolgt. Du hast ja wirklich gleich von vornherein einen riesen Abstand rausgefahren. Ja. Weil als du vorbeigeschossen bist, kam erstmal lange gar nichts. Ja, ich konnte mich beim Start durchsetzen, was mein Glück war, dass ich meinen Platz behalten habe. Das Auto hinter mir hat sofort viel mehr Leistung. Die fahren, wie gesagt, 250, 300 PS können die mehr fahren. Ja. Und der kann natürlich auf den Geraden mit mir spielen, aber dabei hat er sich ein bisschen vertan. Und sind halt auch noch ein paar Kurven drin. Und wenn ich einmal vorne bin, geht's dann. Wenn ich es dann schaffe, vorne zu bleiben, bis ein Gang Motor drum, dann habe ich gewonnen. Weil da mache ich schon so viel Meter auf den, dann kann er die Leistung nicht ausspielen. Und dann bin ich natürlich weggefahren. Dann konnte ich meinen Style fahren und dann lief das. Mega, Glückwunsch. Wir sehen uns. Ja, mach's gut. Ja. Ciao. So, das war die STT am Hockenheimring. Wir haben zwei Siege. Uwe Alzen ist auf Platz 1 gefahren. Jürgen Alzen mit dem Ford GT auf Platz 2. Heißt zweimal Team H&R auf dem Podium. Mega Erfolg. Wir hoffen, es hat euch gefallen, dass wir euch mal so ein bisschen mitgenommen haben. Einen Tag auf der STT. Und dass ihr aber auch mal ein bisschen was anderes sehen konntet. Und ich würde sagen, wir machen es kurz. Wir sehen uns beim nächsten Mal und denken uns was Spannendes für euch aus. Ciao.